So, jetzt gibt es wieder ein Smoothie und wer es nicht kennt, das ist mit Linsensprossen, Alfalfa, Mungbohnensprossen und Süßlupinsamen und noch Obst und Gemüse. Und dann wird das alles hier reingetan und dann gibt es einen Smoothie. Und jetzt gibt es 3 große Orangen. Und jetzt zum Abend gibt es nochmal richtig viele Süßlupinsprossen. Das ist jetzt die 3. Schale und ja, das ist dann für heute gewesen. Zum Morgen gibt es Bananen, weil ich leider jetzt keine Zeit mehr für einen Smoothie habe. Es ist falsch gesagt, nicht keine Zeit mehr habe, sondern weil ich mir die Zeit für einen Smoothie jetzt nicht nehme. Deswegen esse ich jetzt Bananen. So, jetzt gab es heute Mittag bis nachmittags 9 Kaki und 2 solche großen Bünde Petersilie und das war's. Und zum Morgen gibt es wieder einen Smoothie. Jetzt gibt es wieder Süßlupinsamen pur und ja, ich werde jetzt hier wahrscheinlich die ganze Schüssel hier essen und und zum Abend gibt es jetzt noch Bananeneis mit Buchweizen und zwar gekeimten Buchweizen. Zum Morgen gibt es 6 große Orangen. So, heute früh gab es Orangen und jetzt gibt es Bananen. Ich habe mir irgendwie so im Kopf gesetzt, heute mal so ein bisschen monomahlzeitmäßig unterwegs sein, mal keinen Smoothie zu nehmen. Und ja, einfach mal so, wie ich mich fühle, einfach mal, um das auszuprobieren. Aber vielleicht kommt ja noch ein Smoothie. Und zum Abend gibt es dann noch einen großen Salat. Also nichts mit Monomahlzeit, sondern da ist zwar sehr, sehr viel Grünkohl dran, aber auch Möhren. Da ist sehr viel Sesam dran, weil ich ja heute sozusagen das Kalzium durch einen Smoothie nicht bekommen habe. Da sind rohe Champignons dran. Und ja, so ein paar Reste, was noch da ist. 2 Äpfel sind noch dran. Genau. Und da gibt es jetzt doch einen großen Salat. Und zum Morgen gibt es wieder einen Smoothie. Und jetzt gibt es wieder Süßlupinen en masse. Und jetzt gibt es einen großen Salat mit viel, viel Grünkohl, mit viel, viel Sesam. Und dazu halt noch Zwiebeln, Tomaten, Gurken, Paprika, ein paar Reste von Brokkoli, Blumenkohl. Und Zwiebeln habe ich schon gesagt, Chiasamen, genau, und das gibt's jetzt. Riesensalat. Das ist übrigens meine Hand dazu. Wirklich ein Mordsding. Und jetzt gibt's wieder einen Smoothie. Und jetzt gibt's wieder Süßlupinsprossen. Noch nicht ganz gekeimt, aber ich habe Appetit und deswegen gibt es jetzt ungekeimte Süßlupinsprossen. Und jetzt gibt es, oh, ich stehe im Schatten hier, jetzt gibt es ein Bananeneis.